Hallo? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash Royale hier auf meinem Kanal. Ja, die Truhen sind mal wieder voll, so wie immer. Pokale ein bisschen nach oben gegangen und heute haben wir die... Entschuldigung. Heute haben wir die epische Challenge mal wieder am Start. Ja, Leute, und mein Sepp geht endlich auf 10. Das ist echt richtig nice. Endlich haben wir den Dude auf 10. Ist gediegen. Und ja, wir starten jetzt gegen den Abdul 61 Boss. Abdul 61 Boss. Und das Lied, was ihr im Hintergrund hört, ist After Gold von Big Wild. Das Lied ist mega geil. Das höre ich immer, wenn ich dieses Game spiele, weil es mich einfach so tiefenentspannt macht. Und ich finde es einfach nur geil. Könnt ihr mal sagen, was euer Lieblingslied so ist? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und er hat kein episches Deck. Ist mir wurscht, dann nehmen wir halt trotzdem die Challenge auf. Obwohl er kein Epic Deck hat, du Schlawiner, du. Ja. Sehe ich doch, du Sack. Ja, du bist mir schon so ein kleiner Penner. Das war's. Alles klar. Was soll ich da jetzt gegen machen? Kann ich ja nichts machen, wenn er zwei Flächenschaden-Dudes hat. Na, wunderbar, Wunderbärchen. Ah doch, wir können schon was machen. So, und zwar ein schön Freeze. Dann pökeln wir die alle klein hier, während die nicht aufpassen. Ja, bollo. Ragen wir durch. Naja, es ist sehr dumm. Ja, wobei, wenn man den Prinz und den Dark Prince. Alles klar, man. So, der Prinz reitet an, der Prinz kommt durch. Der Prinz ist durchgekommen. Leider hat er keine epischen Karten dabei. Was soll das? Du Penner. Die Hexe spawnt nochmal Skelette, jawohl. So, sehr schön. Alright. So, wir setzen jetzt hier vorne eine kleine Garde für die Hexe. Alles klar, die bringt ja einfach mal gar nichts. Oh, ist das dein Ernst? Wisst ihr, wie unfair das ist, wenn man keine epischen Karten hat, wenn man nur Epics hat? Das kann ja nicht sein Ernst sein, oder? Was sagt ihr dazu? Ist schon unfair, ne? Was meint ihr denn? Ja. Kann ich ja nichts machen dagegen. Ja, komm, wir lassen den Gewinner einfach, Dudes. Weil es hat einfach gar keinen Sinn, gegen ihn zu spielen, wenn Ja, was soll ich dagegen tun? Ich kann ja nichts dagegen machen. Was soll ich dagegen tun? Sag's mir mal bitte. Ja, kann ich ja nichts machen, ja. Egal, Leute, ist nicht so schlimm. Es ist nur eine Challenge, die ich verloren habe, weil er keine epischen Karten dabei hat. Nicht schlecht. Ich schreibe es mir trotzdem mal in den Chat, fairerweise, dass es nur Epics waren. Du dumm Beidel. Okay, Leute. Ja, Leute. Nur epische war eigentlich der Gedanke. Dafür gibt's jetzt so einen Smiley, meine Freunde. So. Zu spät, mein Freund. Ein Funken, aber wir haben ja noch unsere Chests am Start mit. Hoffentlich der epischen. Ich will mal wieder ein paar epische haben. Habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Ja, gut. Habe ich jetzt gesagt, dass hier. Ja, gut, Silbertruhen. Erwarte ich nicht so viel. 9 Eisgeister mal wieder. Ach ja, und falls ihr die Eisgeister habt und denkt auch so: Hey, die Eisgeister bekomme ich ja richtig auf. Ihr müsst die Eisgeister auf ein passables Level bringen. Weil das Spiel versucht, ein Gleichgewicht der Karten herzustellen. Das heißt, wenn ihr, ich habe jetzt eher extra die 2 hier gemacht, die waren im letzten Video noch auf 3, weil ich die einfach extrem oft bekommen habe. Und das einfach nur, weil ich die anderen Karten ja nicht, weil ich die nicht geupgradet habe. So. 3 Golems. Riesen. Ein Eisgeist, 12-mal der. Minenwerfer, 15 Pfeile, was haben wir hier noch drin? 4-mal die Musketierin, jawohl, brauchen wir. Dann haben wir noch die Kronentruhe.
Okay. Dreimal Gems. 12 mal der. 23 mal der. 23 mal die Bogenschützen und 6 mal die drei Musketierinnen. Okay. Das war ganz okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Flankt mal ein Abo raus. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Clash Royale. Bis dann und ciao.